Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Woche der Umwelt live aus dem Schloss Bellevue. Begrüßen wir Sie zur gemeinsamen Veranstaltung des Bundespräsidenten und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. In den nächsten zwei Tagen wollen wir diskutieren, Antworten finden, Beispiele zeigen, wie wir gemeinsam die drängenden Fragen der Zukunft unseres Planeten lösen können. Unser Motto lautet: So geht's Zukunft. Und ich freue mich ganz herzlich, jetzt auf der Bühne begrüßen zu dürfen den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin, liebe Frau von der Leyen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, verehrte Gäste hier im Park des Schloss Bellevue. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 6. Woche der Umwelt hier im Schlossgarten von Bellevue, zum 6. Mal in bewährter Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, für die deren Kuratoriumsvorsitzende Frau Staatssekretärin Schwarzelö-Sutter und der Generalsekretär der Stiftung Alexander Bonde, den Sie gerade schon gesehen haben, heute gekommen sind. Auch Ihnen beiden ein herzliches Willkommen. Meine Damen und Herren, in den vergangenen 30 Jahren ist Umwelt von einem Thema, mit dem man sich auch beschäftigen muss, zum Zentrum von Arbeit, Wirtschaft, Gesellschaft und, wie sollte es in der Demokratie anders sein, auch zum Epizentrum harter politischer Konflikte geworden. Ich kann Ihnen also keine Wohlfühltage versprechen. Vielmehr möchte ich heute den Startschuss für Tage der offenen Auseinandersetzung über das geben, was geboten ist, vor allem aber auch über das, was möglich ist. So geht Zukunft, das soll unser optimistisches Motto sein. Liebe Gäste, die größte Gefahr für unseren Planeten ist der Glaube, dass jemand anders ihn rettet. Kein Satz von mir, sondern vom britischen Polarforscher und Umweltschützer Robert Swan. Dass unser Planet durch den übermäßigen Verbrauch von Ressourcen, durch Klimawandel in Gefahr ist, davon müssen wir nicht mehr überzeugt werden. Die Erkenntnis ist klar, aber der Weg aus der Gefahr heraus eben noch lange nicht. Über diesen Weg wird gerungen. Und wen wundert's, gerade auch in einem Jahr mit Wahlen und Bundestagswahl. Aufbruchserwartung und Umbruchsangst sind es, die miteinander ringen, nicht selten in ein und derselben Person. Was dürfen wir hoffen? Was müssen wir fürchten? Das sind, wie ich finde, typischerweise Fragen einer Gesellschaft, die im Übergang ist. Jetzt in einer großen Transformation, die viele zu Recht mit der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts vergleichen. Damals war es der Aufstieg der fossilen Industrialisierung. Heute befinden wir uns mitten im Ausstieg daraus und im Umbruch zum postfossilen Zeitalter. Der Klimawandel, meine Damen und Herren, der macht keine Pause, auch nicht in der Pandemie. Um den Klimawandel zu veranschaulichen, haben wir früher, Sie alle erinnern sich, das Bild eines verlorenen Eisbären auf einer schwimmenden Eisscholle in der weit entfernten Arktis benutzt. Die Bilder gibt es immer noch. Sie haben nichts von ihrer Dringlichkeit verloren. Aber längst ist uns das Problem sehr viel näher gerückt. Dass sich das Klima verändert, auch hier mitten in Europa, hier bei uns, das ist schon lange keine abstrakte Gefahr mehr. Klimawandel steht vor unserer eigenen Tür. Er ist sichtbar, er ist spürbar, er verändert unser Leben. Er zeigt sich in Gezeiten, die sich verschieben, in Wintern ohne Schneemänner, in kleinen Bächen, die zu reißenden Strömen werden, in gefährlich trockenen Böden und Wäldern, in extremen Wetterereignissen, auf die wir nicht vorbereitet sind. Debatten über den Beitrag, den jede und jeder Einzelne von uns für unseren Planeten leisten kann, besser gesagt leisten muss, finden nicht nur auf internationalen Staatskonferenzen,
sondern, das haben Sie auch erfahren, zu Hause am Abendbrottisch statt. Welchen Beitrag jeder von uns persönlich leisten kann, lässt sich zum Beispiel mit Hilfe des CO2-Rechners des Umweltbundesamtes ganz einfach feststellen. Das Interesse an der Feststellung, so höre ich, ist auch in den letzten Wochen und Monaten überschaubar geblieben. Eines ist aber klar: Die Zeit bloßer Zielsetzungen in weiter Zukunft ist vorbei. Aber die viel größere Prüfung, die viel größere Herausforderung, die liegt jetzt vor uns. Wie setzen wir all das um? Zeit politischer Entscheidungen, aber auch kreativer politischer Ideen und wirtschaftlicher Innovation hat längst begonnen. Wer Politik vor allem als Aufgabe praktischer Gestaltung begreift, der darf sagen, dass seine Zeit gekommen ist. Im November 2016 verabschiedet die Bundesregierung den Klimaschutzplan 2050. Deutschland zählte damals zu den ersten Ländern, die die im Pariser Abkommen geforderten Klimaziele bei den Vereinten Nationen vorgelegt haben. Auf Ebene der Europäischen Union zählt Deutschland zu den Ländern, die den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um mindestens 55% im Vergleich zum Basisjahr 1990 senken wollen. Das sind Ziele, über die wir schon lange Zeit sprechen, die aber nun nicht mehr in weiter Ferne liegen, sondern in neun Jahren schon umgesetzt sein müssen. Und bis dahin müssen wir sie alle verinnerlicht und in unser politisches und alltägliches persönliches Handeln umgesetzt haben. Zu hoffen, dass der Nachbar vorangehen wird und wir uns mal zurücklehnen können, diese Hoffnung jedenfalls wird nicht aufgehen. Sie ist sogar selbstschädigend. Liebe Gäste, der Schutz der Umwelt endet nicht an Ländergrenzen. Er ist Menschheitsaufgabe. Wir alle tragen die Verantwortung für die Zukunft unseres Planeten. Und dafür müssen wir unsere Kräfte bündeln. Daher freut es mich sehr, dass sich die Vereinigten Staaten dazu entschieden haben, dem Pariser Klimaabkommen wieder beizutreten und die Verantwortung für die internationale Klimaschutzpolitik mit den anderen 194 Staaten und der Europäischen Union zu teilen. Dass der ressourcenschonende Umgang mit der Erde nur durch eine globale Anstrengung zu bewältigen ist, darüber, das werden Sie gleich sehen, sind sich alle unsere heutigen Gäste einig. Ich begrüße an dieser Stelle nochmals herzlich die Präsidentin der Europäischen Kommission, Frau von der Leyen, und sende ebenso freundliche Grüße in die amerikanische Nacht. Auch mein ehemaliger Außenministerkollege, der heutige US-Sonderbeauftragte für Klimaschutz John Kerry, nimmt die Woche der Umwelt hier zum Anlass, um ein paar persönliche Worte an uns zu richten. Herzlichen Dank schon jetzt an Sie beide. Meine Damen und Herren, Klimaziele sind nicht mehr abstrakt und fern, sagte ich. Sie sind nah und konkret. Setzen wir sie um, so werden wir Veränderungen in allen Bereichen unseres Alltags spüren. In der Landwirtschaft, in der Energieversorgung, vor allem im Wohnungsbau und gerade jetzt in diesen Tagen mal wieder ein kontroverses Thema im Verkehrssektor. Die größten CO2-Verursacher mit den bisher geringsten Beiträgen zur CO2-Reduzierung sind immer noch der Gebäudesektor und die Mobilität. Vor allem hier wird also der Umbruch für alle Bürgerinnen und Bürger besonders spürbar, mit zwei Folgen. Die Frage, was ökologisches Wohnen, nachhaltige Mobilität kosten, steht auf der Tagesordnung und wir können ihr nicht ausweichen. Für manche sind höhere Mieten und Preise ein Ärgernis, für andere schon ein Angstfaktor. Das ist das eine. Doch wir sind nicht nur eine Gesellschaft von Verbrauchern, wir sind auch eine Arbeitsgesellschaft. Daher die zweite Folge ebenso wichtig: Was geschieht mit Arbeitsplätzen und Löhnen? Mit dem Klimawandel und der Politik gegen den Klimawandel werden sich Gewohnheiten und Berufsbilder
verändern müssen. Es werden auch Berufsbilder verschwinden. So viel Ehrlichkeit muss sein. Aber es werden sich auch neue Beschäftigungspotenziale ergeben, wie zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien, der Elektromobilität, der Umwelttechnologie, der Wasserstoffwirtschaft und zahlreicher neuer Dienstleistungen. Über Konflikte und Chancen, die angedeutet sind, genau darüber wollen wir diskutieren. Die Aussteller der Woche der Umwelt werden Ihnen auf einem digitalen Marktplatz hier Beispiele für Lösungen zeigen. Und wir werden schon jetzt sehen, dass die deutschen Unternehmen in diesen Bereichen weltweit mit ihrem technischen Know-how und ihrer Innovationskraft die Spitzenpositionen in den Zukunftsmärkten einnehmen. Das ist gut für den Standort Deutschland und das ist gut für das Klima. Denn ohne neue große Innovationssprünge wird das Ziel der Emissionsneutralität nicht erreicht werden. Verhaltensänderungen sind wichtig, aber sie brauchen noch immer Produkte, Angebote, Lösungen, mit denen Menschen Bedürfnisse befriedigen können. Das sind große wirtschaftspolitische, arbeitsmarktpolitische, soziale Herausforderungen, nicht nur für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern auch für den Staat. Die Folgen der Anpassung aufzufangen, bevor sich soziale Konflikte verhärten, den Klimaschutz zu einer wirklich gemeinsamen Anstrengung zu machen, das ist Aufgabe von Politik und daran wird die Politik eben in einer Demokratie auch immer gemessen. Wenn das wahr werden soll, reden wir nicht nur über umweltpolitische Maßnahmen und Instrumente, die alle werden wir brauchen. Es geht um mehr als um Energieerzeugung, Elektromobilität, technische Standards für klimaneutralen Hausbau, gesunde Ernährung und vieles weiter. Was wir vor uns haben, das ist die Transformation einer Gesellschaft in einer wirklich gewaltigen Dimension. Und damit das funktioniert, muss die Politik auf dem Weg dahin immer wieder die Unterstützung der Mehrheit suchen. Liebe Gäste, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir müssen eben Brücken in die Zukunft bauen, und zwar Brücken, die möglichst alle Menschen mittragen. Der Übergang in eine klimaneutrale Gesellschaft ist eine Aufgabe, die am Ende nicht nur eine Avantgarde bewältigen kann. Sie muss von der ganzen Gesellschaft angenommen und getragen werden. Wie wir die breite Teilhabe, die Teilhabe an Arbeit und Wohlstand, an politischer Mitsprache und Entscheidung in dieser Transformationsphase, wie wir das gewährleisten, das ist die große und ich glaube die entscheidende gesellschaftliche und politische Aufgabe der nächsten Jahre, ganz unabhängig übrigens von Farben und Koalitionen. Klimaschutz ist parteiübergreifend, er betrifft alle und ist ein Grundbedürfnis von Menschen. Auf unserem Weg in eine klimaneutrale Zukunft als Teil der Europäischen Union und gemeinsam mit unseren Partnern in Amerika und weltweit brauchen wir das Zusammenspiel demokratischer Politik, Wissenschaft, dynamischer Ökonomie und natürlich aktiver Zivilgesellschaft von jung bis alt. Ganz besonders brauchen wir das Engagement der jungen Menschen, ihre Ideenvielfalt und auch ihren Drang zum Handeln. Gerade die jungen Menschen haben uns doch in den vergangenen 15 Monaten wahrlich vorgelebt, was Solidarität bedeutet. Deshalb finde ich, so wie Sie in der Pandemie zurückgesteckt haben, um uns, den Älteren und besonders Gefährdeten, zu schützen, so müssen wir uns jetzt anstrengen, um Ihre Zukunft und die Zukunft zukünftiger Generationen zu schützen. Oder mit anderen Worten, Sie, die zukünftigen Generationen, haben dasselbe Recht auf Gesundheit, Freiheit und selbstbestimmtes Leben, wie wir und unsere Eltern es sich selbstverständlich genommen haben. Ich bin am Ende zuversichtlich. Spätestens seit der Pandemie wissen wir, wir können Krisen meistern, selbst schwere Krisen,
wenn wir Solidarität und Rücksichtnahme zeigen. Wir können sie meistern mit Kreativität, Innovation und Willen zum Erfolg. All das brauchen wir auch im Kampf gegen den Klimawandel. Ganz nach dem Motto dieser Veranstaltung: So geht Zukunft. Und deshalb wünsche ich Ihnen und uns wirklich spannende Tage, die wir jetzt vor uns haben. Herzlichen Dank, danke allen fürs Kommen, fürs Zuschauen und Mitdiskutieren in den nächsten Tagen. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, herzlichen Dank für Ihre klare und wichtige Botschaft. Wir müssen handeln, aber wir brauchen Partnerinnen und Partner. Und wir müssen weltweit handeln. Und deshalb richten wir unseren Blick jetzt nach Europa. Dort soll mit dem European Green Deal das klimaneutrale Europa eingeleitet werden. Deshalb jetzt live nach Brüssel. Herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei sind, Frau EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ja, vielen Dank, Herr Wonde. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, lieber Frank, sehr geehrte Frau Schwarzelür-Sütter und meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich kann da anknüpfen, wo der Bundespräsident gerade aufgehört hat. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 200.000 Elektroautos neu zugelassen. Das sind dreimal so viele wie im Vorjahr. Die Zahl der Stromkundinnen und Stromkunden, die auf Ökostrom umsteigen, wächst seit Jahren. Inzwischen sind es über 13 Millionen Menschen. Oder wenn man zu den Banken und Finanzinstituten schaut, da ist die Nachfrage nach grünen, nachhaltigen Anlageformen so groß wie nie zuvor. Und auch hier ist ein Ende des Wachstums nicht absehbar. Und alle diese Entwicklungen zeigen, die Menschen haben sich auf den Weg gemacht. Sie haben sich auf den Weg gemacht zu mehr Nachhaltigkeit, auf den Weg zur Klimaneutralität und auch auf den Weg hin zu einem neuen Wirtschaften, das unserem Planeten mehr gibt, als es ihm nimmt und gleichzeitig unseren Wohlstand erhält. Europa steht weltweit an der Spitze dieser Bewegung. Und darüber möchte ich mit Ihnen heute zum Start der Woche der Umwelt berichten. Und ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein darf, auch wenn es natürlich wegen der Pandemie nur virtuell möglich ist. Europa will bis zum Jahr 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Erde sein. Das ist unser großes Ziel. Und dafür werden wir bis zum Jahr 2030 den Ausstoß der Treibhausgase um mindestens 55% senken. Dieser europäische Green Deal, den meine Kommission vor anderthalb Jahren vorgeschlagen hat, wird inzwischen von allen 27 europäischen Staaten mitgetragen. Und er war bereits vor der Pandemie unsere Strategie für nachhaltiges Wachstum. Nun wird der europäische Green Deal zusätzlich auch natürlich unser Fahrplan aus der Krise heraus. Denn wie es der Bundespräsident gesagt hat, nach Corona kann es keine Rückkehr zum alten Wirtschaften, zu Lasten von Klima und Natur mehr geben. Die Aussagen der Wissenschaft sind klar und eindeutig. Der Klimawandel ist Realität. Wir müssen handeln, und zwar jetzt. Und Europas Plan steht. Unsere Union hat im April das allererste europäische Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. Und damit sind unsere Klimaschutzziele jetzt ganz verbindlich in ein Gesetz gegossen. Sie gelten für alle. Und das ist etwas, was Europas Unternehmen schon seit Jahren fordern. Klare, glaubwürdige und verlässliche Ziele, die ihnen Planungssicherheit für die Zukunft geben. Und ja, viele in der Welt folgen uns inzwischen. Südafrika, Südkorea, Japan, China und jetzt auch wieder die USA. Ich freue mich schon auf den Beitrag von John Kerry. Sie alle kündigen jetzt Ziele an, Ziele für eine Zukunft ohne schädliche CO2-Emissionen. Und ich wünsche mir, dass es uns bei der nächsten großen Klimakonferenz im November in Glasgow gelingt, uns als Weltgemeinschaft auf starke Ziele für das Jahr 2030 zu einigen. Es tut gut, die Ankündigung zum globalen Klimaschutz zu hören.
Aber mindestens ebenso wichtig ist es, dass diese Zusagen jetzt mit konkreten Vorhaben unterfüttert werden. Und auch hier ist Europa Vorbild. Als nächstes legen wir Mitte Juli die konkreten einzelnen Schritte fest, wie wir unsere Ziele erreichen wollen. Wir nennen dieses Paket Fit für 55. Und es spannt einen riesigen Bogen. Es spannt einen großen Bogen von zum Beispiel einem verbesserten Emissionshandel über Vorfahrt für erneuerbare Energien bis hin zum Beispiel zur Speicherung von CO2 in Wald- und Feuchtgebieten, um nur ganz wenige Themen zu nennen. Und wir setzen damit genau das um, was das Bundesverfassungsgericht zuletzt für Deutschland angemahnt hat. Wir reichen schwierige Entscheidungen eben nicht einfach an künftige Generationen weiter, sondern wir handeln im Hier und im Jetzt. Die Europäische Union ist Taktgeber. Wir machen den Schutz von Natur und Klima zu Europas neuer Wachstumsstrategie. Denn wir haben die Forschung und wir haben die innovativen Unternehmen. Und wir investieren weiter in diesen europäischen Vorsprung. Schauen Sie zum Beispiel auf das europäische Budget, den Haushalt. Und wenn wir das koppeln mit unserem Wiederaufbauplan Next Generation EU, dann sind das insgesamt 1,8 Billionen Euro. Next Generation EU ist der größte Aufbauplan in Europa seit dem Marshallplan. Und er ist eine Jahrhundertinvestition in den Zusammenhalt unserer Gemeinschaft, wie es der Bundespräsident sagte, vor allen Dingen für die nächste Generation. Denn mit diesem Next Generation EU, mit diesem Schub, soll Europa nicht nur stärker aus der Krise kommen, sondern eben auch eine kraftvolle Antwort geben auf die großen Herausforderungen unserer Zeit. Und deshalb, mehr als ein Drittel dieser Gelder sind für den europäischen Green Deal vorgesehen. Und das bringt enormen Rückenwind. Zum Beispiel für die klimafreundliche Sanierung von Altbauten. Der Bundespräsident hat es angesprochen. 40% unseres gesamten Energieverbrauchs geht in Gebäude. Und deshalb werden ein Drittel aller Treibhausgasemissionen durch schlecht isolierte Gebäude oder durch alte, schmutzige Heizsysteme verursacht. Next Generation EU bringt jetzt massive Investitionen zur Renovierung. Oder zum Beispiel Next Generation EU gibt Schub für den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Für Europa, Europas Autobahnen, Europas Straßen, für Elektroautos. Oder wir investieren zum Beispiel in eine saubere Stahlindustrie, die mit grünem Wasserstoff arbeitet, also sauberen Stahl herstellt. Und ja, die Klimawende erfordert Veränderung, aber sie bringt auch enorme Chancen. Denke da zum Beispiel an das Ruhrgebiet. Diese Region hat alle Voraussetzungen, um zum Beispiel zu Europas Hydrogen Valley zu werden. Gut ausgebildete Beschäftigte. Eine ganz eng vernetzte Forschungslandschaft aus Universitäten, Unternehmen, Startups und ja, Erfahrung mit dem Strukturwandel. Und somit ist der Wettbewerb um die innovativsten Ansätze eröffnet. Man muss sich nur die Projekte anschauen, die die Wissenschaftlerinnen und Unternehmer bei dieser Woche der Umwelt hier vorstellen. Das ist beeindruckend. Von zum Beispiel nachhaltigen Verpackungen aus Makroalgen. Oder ein Projekt ist über ein zweites Leben für abgeschriebene Windräder, also die Kreislaufwirtschaft. Bis hin zu neuen Wegen für mehr Energieeffizienz im Handwerk. Das sind alles beeindruckende Ideen, aber es zeigt auch, wie viel Dynamik da drin ist. Europa kann diese Ideen beflügeln und sie kann zum Erfolg verhelfen. Denn Europa, das heißt, ein Binnenmarkt mit 450 Millionen Kundinnen und Kunden. Und als Blaupause für die ganze Welt. Europas Unternehmen haben die Chancen innovativer und sauberer Technik sehr viel früher als andere erkannt. Auch das ist unser Vorteil. Und wir wissen in Europa dieses gewaltige Engagement sehr zu schätzen. Und wir wollen diesen Einsatz unterstützen, wo wir nur können. Der deutsche Wiederaufbauplan im Rahmen von Next Generation EU zum Beispiel konzentriert sich sehr stark auf die Unterstützung von emissionsfreien Fahrzeugen
und von sauberen Technologien. Und das ist genau das richtige Signal. Zudem wollen wir unsere innovativen Unternehmen vor unfairer Konkurrenz schützen. Denn Innovation braucht auch den Raum, um sich entfalten zu können. Und daher werden wir ein CO2-Grenzausgleichssystem vorschlagen. Ein langes Wort für eine einfache Tatsache. Es kann nicht sein, dass unsere Unternehmen hohe Investitionen, zum Beispiel in eine saubere Stahlproduktion, stecken, aber Wettbewerber von außerhalb Europas diese Bemühungen dann durch Billigangebote unterlaufen, die auch noch zu Lasten des Klimas gehen. Deshalb diesen Grenzausgleichsmechanismus, der Fairness herstellt. Und lassen Sie mich zum Schluss auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, der für unseren Erfolg entscheidend sein wird. Wir dürfen auf unserem Weg in eine klimaneutrale Zukunft niemanden zurücklassen. Wir setzen beim Klimaschutz auf marktwirtschaftliche Instrumente, etwa die Bepreisung von CO2. Aber zu einer nachhaltigen Marktwirtschaft gehört eben auch zwingend die soziale Komponente. Und wir wissen das seit vielen, vielen Jahrzehnten. Die soziale Marktwirtschaft, das ist unser europäisches Erfolgsmodell. Und diese soziale Marktwirtschaft, sie wird uns auch den Weg weisen beim Kampf gegen den Klimawandel. In unseren Fit für 55 Vorschlägen, die wir machen werden, werden wir zeigen, wie wir diesen Weg sozial gerecht ausgestalten. Zum Beispiel überlegen wir, einen Teil der zusätzlichen Einnahmen aus dem erweiterten Emissionshandel für einkommensschwache Haushalte zu verwenden. Wir denken da zum Beispiel an Zuschüsse bei der Frage der Energiekosten. Viele Möglichkeiten sind da offen. Aber eines ist klar. Wenn es um ein besseres Klima geht, dann sollten und müssen wir alle zu den Gewinnern zählen. Meine Damen und Herren, der Weg zur Klimaneutralität ist eine Herausforderung für uns alle, aber wir haben bereits gezeigt, dass es geht. Denn seit 1990 sind die Treibhausgasemissionen um 25% gesunken, aber zur gleichen Zeit ist unsere Wirtschaft um mehr als 60% gewachsen. Und im Unterschied zu früher sind wir heute viel besser aufgestellt, um unsere Ziele tatsächlich auch zu erreichen. Wir haben modernere Technik. Wir haben mehr Expertise und wir haben jetzt die notwendigen Investitionen. Aber das Allerwichtigste, vor allem steht die Bevölkerung hinter uns. Mehr denn je. Die jungen Menschen, die bei Fridays for Future auf die Straße gehen und ihre Eltern und Großeltern, die ihren Kindern und Enkelinnen einen gesunden Planeten hinterlassen wollen. Ich freue mich, dass Sie auf diesem Weg mit dabei sind und ich wünsche Ihnen eine spannende Woche der Umwelt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Ursula von der Leyen. Ich danke für den Beitrag heute, für die Ermutigung und wünsche viel Erfolg, die 27 beieinander zu halten für das, was noch zu tun ist bis zum November. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank nach Brüssel, Frau Kommissionspräsidentin. Klarer Plan und wir drücken die Daumen und wünschen uns die Tatkraft in der Umsetzung der Pläne, die wir alle gemeinsam brauchen. Es hat sich was verändert in den letzten Jahren in Sachen Klimaschutz. Wir sind alle froh, die Vereinigten Staaten von Amerika sind wieder Teil des Pariser Klimaabkommens. Das heißt, wir gehen als internationale Gemeinschaft wieder gemeinsam voran. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass heute aus Washington dabei ist der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten für Klimafragen, John Kerry. Welcome. Guten Morgen. I'm really sorry that I can't be there in person with you today, but I did have a spectacular visit to Berlin last month, and I saw again how our strong partnership with Germany is working for all of us. I want to thank President Steinmeier for the invitation to speak with you all virtually today, but I particularly want to thank him for his continued strong leadership on addressing the climate crisis, but also
on many other issues facing the EU-US partnership. I've had the pleasure of speaking or engaging with a wide array of stakeholders in Germany, not only on my recent trip, but for many years as Secretary of State and in the Senate. And that engagement has just reinforced in me the need for contributions for all of us from all sectors of our societies, along with strong and ambitious government action. Both of those are necessary to make real progress in tackling the climate crisis. So I'm really glad to hear that Environment Week brings together stakeholders, including government, private sector, NGOs, and scientists, to work collectively to map out strategies and increase ambition toward addressing environmental challenges. I also understand that this year's Environment Week will particularly focus on innovation. And that's critically important because, as we all know, in the recent IEA report just a few weeks ago, it was set out that we need two critical things in order to address the climate crisis realistically. One, we need to put on super steroids the deployment of current generation technology and capacity. But we also, number two, need to put on a super steroid track our ability to push the innovation curve, to push the discovery of the new technologies that are going to help us over this crisis. So if we want to avoid the most catastrophic effects of the climate crisis, we all need to step up our global ambitions. And that's why President Biden hosted the Leaders Summit on Climate this spring, to convene the world's major economies to figure out exactly how we're going to solve this crisis, not just set a target of net zero 2050 or talk about what we're doing, but literally lay out the roadmap, which is what we're now working towards with respect to COP26 in Glasgow. At the summit that President Biden held, countries representing 55% of global GDP stepped forward with new or existing pledges consistent with keeping the 1.5 degrees temperature limit goal alive. The United States, for its part, announced our own ambitious NDC, targeting a 50 to 52% reduction in emissions by 2030. And President Biden has also set a goal of making sure that we decarbonize all sectors of our economy, not just power, by putting the United States on a very clearly defined path to net zero emissions no later than 2050. And President Biden has set a goal that by 2035, our entire power sector will be carbon free. Now, I understand the German federal government is also strengthening its emissions reduction plans and is in the process of setting more detailed and ambitious short-term goals as it strives to achieve a new long-term goal of carbon neutrality by 2045. I applaud this effort, and I hope it will inspire others in the region to take bold action. The fact is, we have an enormous amount of work to do on the climate crisis together. Just today in the newspaper, I read about how our emissions are way above where they were previously and heading towards setting historic levels, even as we are all talking about guaranteeing the net zero goal by 2050. The fact is that in 2021, global emissions are slated to rise faster than in any year over the last decade. So, my friends, time is short as we head to COP26 this November. This is the decade that the scientists tell us will be decisive in the climate crisis. And that will be existential for so many people today and ultimately for everybody. The fact is that we are not getting the job done as I sit here and talk to you today. Even if we all did everything that we set out in Paris, we still would see an increase in the Earth's temperature of about 3.7 degrees. And we're not even doing everything we all set out to do in Paris. If we do not hold the Earth's temperature possibility to 1.5 degrees during this decade, we not only lose the 1.5, but
we actually wind up incapable, barring some magical discovery, of achieving net zero by 2050. So the task ahead of us, limiting global average temperature rise well below 2 degrees and hopefully striving to achieve 1.5 degrees, that goal remains a formidable challenge. But I want to emphasize to all of you today, it is also an immense economic opportunity, perhaps the largest economic opportunity we have seen since the Industrial Revolution. And it will bring multi-trillion dollar markets for clean energy technologies. The countries that get ahead of the curve, that seize this opportunity, will reap the economic rewards of competitive global industries and good-paying jobs. Germany and the United States have consistently shown that early mover countries can have an outsized influence on the acceleration to renewable energy systems. Germany's early policy support brought down the costs of renewable energy and tackled the technical challenges of integrating intermittent wind and solar onto the grid. And Germany's example has now emboldened countries such as India to decisively invest in clean energy transition. My friends, this is a critical lesson because even though solar and wind are now cost competitive with fossil fuels, we know that there are many more critical technologies that need innovation, and they need to be brought to scale for deployment. The German government has demonstrated leadership on tomorrow's clean energy technologies again and again. And these are areas where we believe the United States and Europe can cooperate, with one example clearly being the Euro National Hydrogen Strategy. That is important because hydrogen is a key priority for the Biden-Harris administration. So there's space for us to work together here. Germany is also showing the world a new way to transition away from coal power by 2038. You've shown creativity in auctions to retire coal with innovative mechanisms that pay plant owners to shut down and simultaneously elicit the lowest market price to do so. The compensation packages that you've provided help affected companies and workers as the industry shuts down, and they show that it's possible to transition away from coal without leaving communities and people behind. Our two countries are united in our goals, the goals of leading the world to develop innovative clean technologies, transforming energy systems across the board, and achieving net zero greenhouse gas emissions across global economies by 2050 or before, as you are doing. Together, we have a long history of leadership on the energy transition. Both of our countries are working hard to bring about a vibrant and sustainable energy transition by investing in a clean economy and the industries of the future, and thereby drive economic growth and create good jobs on both sides of the Atlantic. So I thank you for all of the work that you do and that you will do to help support the raising of ambition and greater innovation in order to address the climate crisis. This is the time when we must get the job done, and I look forward to working closely with many of you on the road to COP26 in Glasgow and beyond. Thank you. Mr. Kerry, thank you very much and good luck from Berlin. We have short time und opportunity, glaube ich, die zwei wichtigen Botschaften dieser Rede und insbesondere die Chancen für First Mover sind, glaube ich, genau der Punkt, auf den wir auch als Stiftung setzen. Das ist genau der Punkt, den wir heute auch bei der Woche der Umwelt mit unseren Ausstellerinnen und Ausstellern deutlich machen wollen. Und deshalb freut es mich sehr, jetzt begrüßen zu dürfen die Kuratoriumsvorsitzende der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und parlamentarische Staatssekretärin im Umweltministerium, Rita Schwarzelur-Sutter. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau von der Leyen, dear Special Envoy Kerry, liebe Kuratoriumsmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,
Es ist mir eine große Freude, Sie jetzt nach diesen inspirierenden Reden im Namen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt sehr herzlich zu begrüßen. Auch wenn wir leider den direkten Austausch in dieser einzigartigen Atmosphäre des Schlossparks Bellevue verzichten müssen, können wir in den kommenden beiden Tagen auch im Virtuellen die ganze Vielfalt des Umweltschutzes erleben. Die Woche der Umwelt ist einmalig. Sie präsentiert Unternehmen, Initiativen und Projekte. Sie zeigt neue Ideen und konkrete Lösungen. Sie ermöglicht Fachdebatten und Kontroversen über Grundsatzfragen. Ihnen, sehr geehrter Herr Bundespräsident, gilt unser besonderer Dank. Sie führen diese Tradition fort und geben damit dem Umwelt-, Natur- und Klimaschutz einen herausragenden Stellenwert. Wie wichtig Ihnen unsere Umwelt und unser Klima sind, wird durch klare Botschaften unterstrichen. Tradition ist das eine, aber sie geben wirklich Impulse in Wirtschaft und Gesellschaft, die brauchen wir jetzt. Meine Damen und Herren, so geht Zukunft, das diesjährige Motto, wir haben es schon gehört, formuliert einen ganz klaren Anspruch. Wir werden heute und morgen mit Ihnen gemeinsam Ideen, Wege und Innovationen teilen. Es geht nicht um nicht weniger als die Frage, wie wir gemeinsam unsere Gesellschaft nachhaltiger und zukunftsfähiger gestalten. Nutzen wir jetzt das Fenster, gerade nach Corona, wenn sich die Menschen überlegen, wie geht es weiter, und es steht jetzt ein Fenster offen. Tief verwurzelt ist bei allen von uns der Wunsch, dass es unseren Kindern und Enkeln einmal besser haben sollten oder mindestens genauso gut. Ein Wunsch, der weltweit geteilt wird. Und daraus resultiert Verantwortung, zu der wir auch stehen. Heute muss diese Verantwortung neu und anders mit Leben gefüllt werden. Es geht nicht mehr um ein höher, schneller und weiter. Nein, heute geht es darum, unseren Nachkommen ein gutes und zukunftsfähiges Leben zu ermöglichen. Und heute muss ein Leben anders definiert werden als vor 50 Jahren. Dazu braucht es gesellschaftliche Aushandlungs- und Verständigungsprozesse. Und gerade weil es Unterschiede gibt, was ein gutes Leben für Einzelne und den Einzelnen ausmacht. Und klar ist aber auch, um ein gutes Leben langfristig zu ermöglichen, müssen wir nachhaltige Wege finden und auch gehen. Wir werden unsere Lebensstile verändern, transformieren. Ja, unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft werden sich auch verändern. Und dabei müssen wir achtsam mit dem Klima, der Natur und den Ressourcen umgehen. Oder anders ausgedrückt, unsere Lebensgrundlagen konsequent schützen. Wir haben nur einen Planeten. Um diese Wege einzuschlagen, sie auszuloten, sie zu beschreiten, braucht es mehr als nur Symbole. Es braucht Mut, Offenheit, soziale Innovationen und zukunftsweisende Technologien. Es braucht Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Es braucht den politischen Willen und kluge Ideen. Umwelt- und Klimaschutz umfassend und gleichzeitig sozial gerecht in die Tat umzusetzen. Meine Damen und Herren, als Umwelt- und Klimapolitikerin, als Kuratoriumsvorsitzende der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, gewinne ich immer wieder neue Einblicke, ganz interessante, ganz kreative und innovative Ideen und Projekte. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Getragen werden solche Projekte von Vereinen, gemeinnützigen Organisationen, kleinen und mittleren Unternehmen, der Wissenschaft. Und viele arbeiten da sehr engagiert dran, unsere Gesellschaft nachhaltiger zu machen. Die Woche der Umwelt ist die Chance, diese Vielfalt zu erleben und sich darüber auszutauschen, sich zu vernetzen. Das mag vielleicht digital etwas ungewohnt sein, aber Netzwerke zu verknüpfen, geht auch im Netz. Und dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß und viele spannende neue Erkenntnisse. Last but not least, mein herzlicher Dank geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundespräsidialamtes und natürlich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DBU, die diese Veranstaltung erst möglich machen. Sie tragen dazu bei, dass diese Ideen, diese innovativen Projekte auch tatsächlich gesehen werden, dass sie entstehen können. Und das sind Projekte, um unsere planetaren Grenzen auch einzuhalten. So geht Zukunft jetzt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.